Es ist natürlich der Programmpunkt des heutigen Tages, wenn Charles in seiner neuen Rolle als König Charles III. Zum ersten Mal vor die Öffentlichkeit tritt und sich an die Nation wendet, wird das weltweit natürlich verfolgt werden. Jeder will natürlich wissen, was werden seine ersten Worte sein. Mit ziemlicher Sicherheit wird er mit einem Gedenken an seine Mutter, die verstorbene Queen, starten, schätze ich mal. Und dann wird er wahrscheinlich auch gleich seine nächsten Schritte bekannt geben. Und er gilt ja quasi als der Bio-Prinz, war er ja immer. Der grüne König, haben ihn jetzt schon viele genannt, weil er sich auch sehr für Umwelt, Nachhaltigkeit und so weiter einsetzt. Und man wartet gespannt, welche Politik er dann weiterverfolgen wird. Momentan steht natürlich die Trauer an erster Stelle, aber so wie du es bereits gesagt hast, die Welt, Großbritannien, ist gespannt, was der neue König von Großbritannien hier auch verlautbaren wird. Es sind die ersten Worte des neuen Königs. Wie groß ist die Erwartung, die Großbritannien an ihn hat? Sehr groß, weil die Haltung der Briten ja auch ein bisschen zwiespältig ist, was Charles anbelangt. Es gibt ja auch eine Fraktion, die gerne William als Thronfolger gehabt hätte, dass Charles quasi auf den Thron verzichtet, um mit William eine neue Generation der Royals einzuläuten. Charles hat 73 Jahre gewartet auf den Thron und somit war es klar, dass er nicht verzichten wird und als Thronfolger die Regentschaft übernehmen wird. Und deshalb wird er natürlich umso mehr der Fokus auf ihn gerichtet sein, was er sagt, wie er regieren will. Er hat schon im Vorfeld gesagt, dass die Monarchie zu aufgeblasen ist. Er will es erschlanken. Und in diesen Momenten ist der Flieger gestoppt und der neue König Charles III. Steigt hier aus der Maschine und macht sich jetzt natürlich auf den Weg. Und auch seine Frau, Ehegattin Camilla, die hier aussteigt. Gestern sind sie nach Schottland gereist, um noch die Queen sehen zu können, bevor sie für immer die Augen geschlossen hat. Und heute geht es gleich zurück nach London für Prinz Charles und natürlich auch seine Frau Camilla. Man muss ja jetzt auch dazu sagen, nicht nur Charles ist jetzt Thronfolger, ist aufgestiegen. Das hat natürlich jetzt auch, der Tod hat jetzt auch Folgen für Prinz William und Prinz Kate. Auch sie haben jetzt andere Titel. Ja, also William war immer der Herzog von Cambridge und jetzt hat er zusätzlich noch ein zweites Herzogtum dazu bekommen und ist natürlich jetzt die Nummer 1 in der Thronfolge. Ebenso auch für die Zwillinge von Prinz Harry hat sich einiges geändert, weil Lilibet und Archie sind ab sofort Prinz und Prinzessin, die ja vorher gar keine royalen Titel hatten. Aber da sich alles um eines nach oben verschiebt in der Thronfolge, haben jetzt auch die Kinder von Harry einen neuen Titel bekommen. Wie denkst du, wird es jetzt auch weitergehen zwischen Prinz William und auch Prinz Harry? Das Verhältnis war ja schon seit längerer Zeit äußerst angespannt. Das ist jetzt natürlich die große Frage. Und das Tragische an der ganzen Sache ist, es sind ja beide gestern zu spät gekommen. Sie konnten ihre Großmutter nicht mehr am Sterbebett besuchen, sondern sie haben ihr die letzte Ehre am Totenbett bereits erwiesen, weil sie zu spät eingetroffen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einer der letzten Wünsche der Queen gewesen wäre, dass wieder Ruhe und Eintracht in die royale Familie kommt. Und es könnte durchaus sein, dass der Tod von Queen Elizabeth II. Auch wirklich ausschlaggebend dafür sein könnte, dass die beiden Brüder jetzt wieder mehr oder weniger zueinander finden. Großbritannien hat sich natürlich auch auf ein Leben nach der Queen vorbereitet. Wie genau sieht jetzt der Plan aus? Es gibt jetzt eine 10-tägige Staatstrauer, bei der das Parlament geschlossen wird. Unter anderem, wie du schon gesagt hast, heute die Rede von Prinz Charles, dann die Überführung des Leichnams der Queen von Schottland nach London, die Aufbahrung, Prozession, bis hin am 19., wenn ich mich nicht, ja, 19. am Montag, wo dann das große Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey stattfinden wird, wo sie endlich ihre letzte Ruhestätte betreten wird.
Und hier sieht man natürlich einen trauernden Prinz Charles und auch seine Ehegattin Camilla. Bereits gestern hat er sich natürlich schriftlich zu Wort gemeldet, hat äußerst rührende Worte für seine Mutter gefunden. Absolut. Einerseits war sie natürlich die Königin von Großbritannien und dem Commonwealth. Andererseits, sie war auch Mutter und somit hat England nicht nur eine Monarchin verloren und Charles nicht nur eine Monarchin verloren, sondern er hat vor allem auch seine Mutter verloren. Und man hat auch die Fotos gesehen, die durch die Weltpresse gingen, wie Charles heute früh das Gelände im Balmoral verlassen hat, mit wirklich Tränen in den Augen ist er im Auto gesessen. Und natürlich ist es nicht leicht. Einerseits ist es, er hat so viele Jahre auf diesen Moment gewartet, also auf diesen Moment, dass er König wird, gewartet. Ihm wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wenn seine Mutter einfach zurückgetreten wäre und noch viele schöne Jahre in Ruhe erlebt hätte und er den Thron hätte besteigen können. Unter diesen Umständen ist es natürlich besonders schwierig für ihn. Einerseits hat er das, wovon er eigentlich auf sein ganzes Leben hingearbeitet hat, und andererseits hat er genau dadurch jetzt einen geliebten Menschen verloren, nämlich seine Mutter. Die Meinungen gehen auch auseinander, was die Thronfolge jetzt betrifft. Einige Stimmen sagen auch, es könnte sein, dass König Charles weitergeben wird an seinen Sohn Prinz William. Was ist da dran? Das glaube ich nicht. Also irgendwann natürlich wird er weitergeben müssen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt nur quasi als Übergangslösung regieren wird. Ich glaube, er wird das, was er im Vorfeld schon gesagt hat über die Monarchie, nämlich dass die Monarchie sehr aufgeblasen ist und dass er das Ganze erschlanken will und auch mit Titel sparen will, dass nicht jeder Titel verliehen bekommt. Und so auch ein bisschen einen frischen Wind, sofern man mit 73 Jahren noch einen frischen Wind wo reinbringen kann. Aber das will er versuchen. Und wie gesagt, seine Themen sind auch Nachhaltigkeit, Umwelt. Bei seinem Besuch in Wien von ein paar Jahren war er bei einem Bio-Heurigen, also der Bio-Wein anbaut, und hat sich das ganz genau angeschaut, weil er selbst auch sehr auf die Umwelt schaut. Immer mehr Menschen kommen zum Buckingham Palace, um Abschied von der Queen zu nehmen. Man muss aber sagen, die ganze Welt trauert hier wirklich mit. US-Präsident Joe Biden hat sich zu Wort gemeldet, aber natürlich auch prominente Künstler wie beispielsweise Elton John. Das zeigt einmal mehr, was Queen Elizabeth für eine bemerkenswerte Frau war. Sie war für mich war sie die größte Königin der Welt. Sie hat Unglaubliches geleistet. Sie hat 70 Jahre lang regiert. Und das aber mit einer Sympathie. Und man kann ihr einfach auch nicht böse sein über irgendwelche Aktionen. Und ich finde, sie war eine großartige Frau, und das merkt man eben an der Anteilnahme auch in Wien, wie die am Ballhausplatz bei der Präsidentschaftskanzlei die österreichische Fahne auf Halbmast, wie fast überall auf der Welt. Und die Anteilnahme ist egal, ob Politiker, religiöse Führer oder Prominente, alle lieben Queen und alle vermissen die Queen. Und ich würde sagen, das war das Stichwort, denn wir haben jetzt auch aktuelle Bilder von der Botschaft aus DC. Auch hier werden natürlich Kränze niedergelegt, Blumen niedergelegt und auch Kerzen werden hier angezündet. Man muss wirklich sagen, die ganze Welt trauert, die ganze Welt weint um die Königin, um die Retterin, um die Ikone. Sie wurde ja wirklich gefeiert und auch geliebt, speziell natürlich auch, weil sie immer ein Lächeln auf den Lippen hatte, auch noch vor wenigen Monaten, als das 70. Jubiläum der Königin anstand. Sie feierte mit, und natürlich, als sie auf dem Balkon des Buckingham Palace auftrat, da war natürlich wieder jener Moment, den die ganze Welt einfangen wollte und für sich immer behalten wollte. Es war ja auch einer der großen Auftritte von ihr nach längerer Pause, der sehnlichst erwartet wurde, wo bis zum Schluss es nicht klar war, wird sie dabei sein, wird sie nicht dabei sein, lässt ihr Gesundheitszustand zu, und die Erleichterung war natürlich unheimlich groß, wie sie am Balkon erschienen ist und mit ihrem wirklich herzigen Lächeln die Herzen der Fans in der Sekunde wieder gewonnen hat. Aber es war ja nicht ihr letztes Lächeln. Auch bei der Angelobung der neuen Premierministerin hat sie wieder ihr Lächeln gezeigt, und leider war es diesmal das letzte Mal, dass man ihr Lächeln gesehen hat in der Öffentlichkeit vor wenigen Tagen erst. Warum hat man die Königin so geliebt? Was hat sie so besonders, so speziell gemacht, dass sie nicht nur von Politikerinnen und Politikern geschätzt wurde, sondern auch von den Bürgerinnen, und das ging über Großbritannien weit hinaus? Sie hat 70 Jahre lang regiert. Das heißt, sie hat 70 Jahre lang ihr eigenes
Privatleben immer hinten angestellt. Sie hat für die Krone gelebt, sie hat für diesen Beruf gelebt, Königin zu sein, hat viele Entbehrungen hinnehmen müssen. Natürlich klingt es toll, wenn man sagt, man ist Königin, man hat sein eigenes Geld, man braucht keinen Führerschein zum Autofahren, aber es ist trotzdem ein Leben voller Entbehrungen. Es gibt ein striktes, royales Protokoll und sie hat sich ihr Leben lang an dieses Protokoll halten müssen und ich glaube, das zeichnet sie auch aus. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der so viel Selbstdisziplin hat, wie Queen Elizabeth es hatte. Auch Liz Truss hat über die Einstellung der Queen gesprochen, hat betont, die Einstellung zur Verpflichtung, die die Queen hatte, sei einfach bemerkenswert gewesen. Denkst du, dass König Charles dieser Aufgabe gewachsen ist? Da Charles ja auch als von Kind auf in diese Rolle hineingeboren wurde eigentlich, weil 3 Jahre nachdem er zur Welt kam, wurde Elisabeth zur Königin gekrönt, ist er natürlich auch mit dem aufgewachsen und wird natürlich nach dem Protokoll handeln, aber ich glaube, er steht auch für ein paar Lockerungen, das sieht man auch bei seinen Auftritten, es ist nicht mehr so steif, wie früher alles war, also ich glaube, es bricht nach Elisabeth auch ein bisschen ein moderneres Zeitalter an, auch wenn Charles jetzt nicht der große Modernisierer ist, aber er will auch natürlich auch den Weg ebnen in Zukunft für William, wenn William auf den Thron steigt und ich glaube, es werden schon ein paar Reformen jetzt passieren unter König Charles III.